Radio Soul. Total lokal. Tipps und Events aus der Region. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, heute bei Tipps und Events aus der Region. Ich habe heute einen Studiogast live bei mir. Es ist die alte Violetta Rosemarie Koller. Und sie hat eine lange Medienberufsgeschichte. Sie ist heutzutage Freifrau vom Orf, im Unruhestand, wie sie zu sagen pflegt. Hat vor 12 Jahren einen Verein gegründet namens Alvital, Verein zur Steigerung der Lebensqualität. Es geht um Selbstdenken, Selbstentscheiden, Selbstverantworten. Jedes Jahr gibt es Jahresschwerpunkte. Sie befasst sich mit den 5 bis 6 Sinnen, wie sie sagt. Leonardo da Vinci sagt, wir sind Augentierchen. Wie siehst du das, Alda? Ja, angesichts also der Computer- und IT-Welt, in der wir leben, wird alles ins Visuelle gedrängt, das stimmt. Aber wir haben natürlich viel mehr Sinne und die gehören auch ein bisschen gepflegt und gehegt, damit sie nicht verkümmern wird. Das ist wie bei jedem Muskel. Und ich lege halt Wert drauf und habe als wichtig erkannt, als roten Faden für heuer, dass wir nämlich unsere Wahrnehmung nicht oberflächlich auf 100.000 Reizüberflutungen zerstreuen, sondern uns eher tiefer, feinfühliger mit unseren Sinnen befassen. Und dazu gehört auch, also, dass wir die innere Wahrnehmung besser wahrnehmen können, also dass wir unsere innere Weisheit befragen. Mhm. Das heißt, es geht darum, weg vom reinen Visuellen zu kommen und seine anderen Sinne zu kultivieren und zu verfeinern, ja, zu kultivieren. Ja, also nicht nur vom Visuellen weg, sondern von der Reizüberflutung, die uns dann im Endeffekt nur mehr erlaubt, die schönsten und die schlimmsten Reize wahrzunehmen, und alles, was dazwischen ist, geht unter. Dabei sind diese Feinheiten oft diejenigen, auf die es ankommt. Du gestaltest das Programm der Galerie Contemplor in der Kalvarienberggasse im 17. Bezirk. Du hast ein Event, das du uns vorstellen möchtest. Ja, also gerne. Wir haben wieder am Donnerstag, dem 5. September, etwas in der Richtung, was wir jetzt angesprochen haben. Und zwar geht es darum, die richtigen Fragen zu stellen. Weil ich bin draufgekommen bei einer Sitzung mit meiner Kinesiologin, dass ich eigentlich die Antworten, die dieser Tensor gegeben hat, immer schon vorher gewusst habe. Und wir haben schon lachen müssen. Und ich habe mich dann ein bisschen gefragt, wozu gebe ich denn das Geld aus, wenn ich die Antworten selber weiß? Und dann bin ich draufgekommen, ich wüsste nicht, die richtigen Fragen zu stellen. Und darum geht es bei diesem Event. So Lernenbeispiele zu bekommen, eine kleine Regel, ein kleines Regelwerk, wie man präzise Fragen stellt. Weil nur wenn man richtige Fragen stellt, hat man die Chance, gute Antworten zu bekommen. Und die dann wahrzunehmen, das kann man verstärken mit dem Tensor und wie man mag, oder mit dem Pendel, oder man lernt alles Mögliche, gibt es da. Aber das Wichtigste vorweg ist, dass man im Leben die richtigen Fragen stellt. Mhm. Wir haben alle Antworten in uns, heißt der Abend, und findet am 5. September in der Galerie Contemplor in der Kalvarienberggasse im 17. Bezirk statt. Das heißt, was kann ich mir erwarten von dem Event? Gehe ich raus mit geschärften Sinnen, mit dem Mut, meiner Intuition mehr zu vertrauen? Lerne ich, wie ich zum Beispiel einen Tensor halte? Oder was nehme ich mir da mit von dieser Veranstaltung idealerweise? Also das ist die Grundvoraussetzung überhaupt, um Antworten zu bekommen, Fragen stellen lernen. Und die Antworten dann wahrzunehmen, das ist eine andere Sache. Dazu kann man, wenn man es jetzt nicht sich zutraut, fürs Erste eben solche Verstärkungsmethoden lernen, wie mit einem Tensor oder mit einem Pendel. Oder es gibt verschiedenste Testmethoden, die viele vielleicht schon kennen von Kinesiologie und dergleichen. Und wo kann ich mich anmelden, Alter?
Das ist immer meine Office-E-Mail-Adresse, die ist genau dieselbe wie die Webseite an sich. office@alvital-allesleben.at. Also office@alvital-allesleben in einem Wort. .at. Ja, und danke schön, dass du auch Bindestrich gesagt hast. Viele sagen bei Adressen, bei Office-Adressen oder E-Mail-Adressen Minus. Das kann man nicht subtrahieren. Alles Leben das kann geht man nicht subtrahieren. Nicht. Genau. Ja. Ja. Und also wer mehr vom Programm sehen will und nachlesen will, worum ging es da genau? Der Beginn ist, also der Einlass ist um 18 Uhr. Am 5. September, ne? Am 5. September, das ist ein Donnerstag. Und im Contemplor ist auch unter der Woche wirklich gut herzukommen, weil es gilt in der Kalvarienberggasse nur bis 18 Uhr die Kurzparkzone. Und um die Zeit herum findet man toll Parkplätze. Und beginnen tut das Ganze dann um 18.30 Uhr. Und wir haben auch Catering, sodass nicht alle auseinanderstöben müssen aus Hungergefühlen, sondern es soll ja auch ein Ort der Begegnung sein. Ja. Sehr schön, ja. Also 5. September, ja. 18.30 Uhr, Anmeldungen office@alvital-allesleben in einem Wort.at. Galerie Contemplor, 1170 Wien, Kalvarienberggasse 46. Also ich bin fix dabei. Das freut mich. Ja. Also ich hoffe Sie auch. Bis zum nächsten Tipp. Auf Wiederhören. Tschüss. Radio Soul. Total lokal. Tipps und Events aus der Region.